Hallo Leute, nein, das ist nicht unser Haus, das ist der Driveway, unser Auto und das ist unser Haus. Mario ruht sich gerade aus. Das ist 32B. Das ist unser Second Living Room, wie Mario immer so schön sagt. Da ruhen wir uns aus. Seiner handgemachten Daybed Bench. Hallo, so, dann gehen wir weiter. Was ja ursprünglich eigentlich eine Garage sein soll, haben wir als zweites Wohnzimmer umfunktioniert. Jetzt gehen wir hinter den Garten. Das ist dann immer für die ersten Stunden des Tages. Sitzen wir dann hier in unserem Patio. Das ist unser Garten. Da sieht man auch ein bisschen. Gehen wir am besten mal in den Garten. Unsere schöne Palme. Der geht es ganz gut. So, und da ist schon wieder ein Nachbar. Also man sieht, wir wohnen wirklich mitten in der Stadt. Und das ist unser Gartenschild hinten. Jetzt sieht man das Haus noch mal ganz von der Seite. Und das Patio vorne, wo es dann rein in die Küche geht. Und hier nochmal der Garten. Jetzt nehme ich euch mal mit ins Haus rein. Besonders für die zukünftigen Besucher ist es ja wichtig, dass sie wissen, was sie erwartet. Da fangen wir doch gleich mal mit der Küche an. Das ist natürlich wie überall gleich eine Küche. Dann geht es weiter ins Wohnzimmer, da ist mein Büro. So sieht es dann aus, wenn Gäste kommen, beziehungsweise dürfen die Gäste hier schlafen an unserer Couch im Wohnzimmer und haben sogar einen Fernsehen. Wir haben keinen in unserem Schlafzimmer. Dann geht es weiter nach hinten. Toilette. Ins Bad natürlich. Nehme ich euch mit. Da geht es in ein der Bedrooms. Das ist Marios Büro. Und unser Schlafzimmer. So, das war es eigentlich schon mit der Führung. 32B Turner Street. Jetzt nehme ich euch wieder mit raus. Dann besuchen wir Mario noch mal ganz kurz. Und ich möchte euch ja auch nochmal Hallo sagen. Einen Moment. Hallo, hallo. Viele liebe Grüße aus Australien. Und tschüss.